Das letzte Jahr war für uns alle eine schwere Zeit. Wir mussten auf vieles verzichten. Doch gab uns diese auch die Chance, auf die kleinen Dinge, die Freude geben, zu achten und sie wieder wirklich schätzen zu lernen. Besonders in dieser Situation sollten uns die drei Heiligen aus dem Morgenland daran erinnern, dass man nicht davor zurückkehren darf, schwere Reisen anzutreten. Am Ende wird es sich lohnen. Um auch dieses besondere Jahr an dieser Botschaft der Weise zu denken, stellen wir dieses Video zusammen und basteln kleine drei Königshackerl, die man in der Kirche abholen kann. Wünschen euch alle einen besinnlichen, gesegneten Tag und viel Glück und Gesundheit für das Jahr 2021. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und er erkundet sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden soll. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben bei den Propheten. Du Bethlehem im Gebiet von Juda bist keineswegs die unbedeutendsten unter den frühen Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Früchte hervorgehen, die Hirte meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehen kann und ihn huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holte sie ihre Schätze hervor und brachte ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gabe dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg heim in ihr Land. Grüß Gott, ihr Leute, lasst uns ein. Wir möchten Weihnachtsboten sein. Wir bringen Segen in das Haus, der helle Stern geht uns voraus. Es ziehen aus weiter Ferne drei Könige einher. Sie kamen von drei Bergen, wo fuhren übers Meer. Ein Kind zwischen Arm und Reich. Doch Christus nennt uns Freunde, bei ihm sind alle gleich. Wir bitten euch um Spendengeld für hoffende Menschen in der Welt. Ihr helft
damit das ist gewiss, dort wo es wirklich nötig ist. Nun sagen wir Danke für die offenen Türen. Danke für die Wärme, die wir spüren. Vor Krankheit, Not und Leid bewahre euch Gott zu jeder Zeit. Gottes Segen sei bei euch das ganze Jahr. Was wünschen? Kaspar, Melchior und Balthasar.